Hey and welcome back zu einer weiteren Folge Notes einsammeln oder auch Feed the Beast. Wir wollen uns noch eine Note krallen, damit wir hier zumindest alles zusammen haben. Aqua haben wir auch beides, Ignis, Perditio, Terra. Das heißt, uns fehlt noch Ignis, Perditio, Terra, Aqua. Was fehlt uns denn? Ordo fehlt uns. Und Era. Genau. Das heißt, wir werden uns dann einfach eine Note schnappen, wo mindestens Ordo und Era drauf ist. Und dann haben wir nämlich alle beisammen. Wie ich hier gerade schon etwas... Nein, die Gegend habe ich noch nicht erkundet gehabt. Donkeys. Die sieht man auch selten. Hallo Esel. Ich finde es ja gut, dass die Esel und Pferde ihre Hüte immer auf dem Hintern drauf haben. Okay, hier wäre Era, aber kein Ordo. Auch noch sowieso etwas, was irgendwie extrem selten vorkommt. Was haben wir denn hier? Era, Natura, Terra. Era, Terra. Komm, saug. Nicht lenken, saugen. Also. Noch mehr Donkeys. Da hinten sind Pferde. Hier ist ganz schön was los. Da, ich sehe dich. Ich habe dich gesehen. Perditio haben wir auf der einen Note schon drauf. Wir brauchen auf jeden Fall eine mit Ordo und Era. Dann haben wir alles beisammen. Und das ist mir lieber, weil dann können wir unseren Stab jedes Mal über diesen Stander automatisch aufladen. Wir müssen nicht für eine einzige nochmal losfliegen und das von irgendwo abzapfen. Da ist auch einer. Was hast du denn drauf? Du siehst aus wie eine Pure Note Terra. Ne, du bist eine Pure Note Herber. Nicht unbedingt etwas, was ich brauche, aber ich nehme das noch mit. Wenigstens researchen kann ich dich, ja. Komm schon, Era und Ordo. Jetzt bin ich gerade schon wieder auf der Suche nach einer mit Ignis drauf. Gibt's doch nicht. Ist doch nicht wahr. Kann man doch nicht machen. Ist doch nicht die Möglichkeit. Kannst du mir mal bitte hier irgendwo so eine Note hin generieren, die ich brauchen kann? Oh ja, da ist zwar kein Era drauf, aber die Note hat so viel geiles Zeug drauf. Das kann ich, die kann ich unmöglich hier so stehen lassen. Die muss ich mitnehmen. Der Zombie-König und will uns Böses tun. Finde ich aber nicht cool. Moment, warum brennt hier nicht? Was seid ihr denn für Vögel? Könnt ihr mal bitte weggehen? Diese Note ist unser. Gib mir Note. Oh, und jetzt fliegen wir mal mit unseren drei Notes zurück. Und zwar müsste es diese sein. Richtig? Das werden wir gleich sehen. Ja, das war richtig. Sehr gut.
denke, wir können unseren Stab schon mit diesen drei Nodes ganz gut aufladen. So, so, so. So, und die stellen wir jetzt einfach... Ne, ich wollte sie draufstellen und nicht so. Node Nummer 1. Node Nummer 2. Und Node Nummer 3. Du wirst nicht aufgeladen, sondern mein großer Stab wird aufgeladen. Und wie man hier schön sehen kann, zieht er jetzt diesen Nodes die Energie ab. Stück für Stück. Man kann die Nodes auch aus den Jars rausholen. Ich bin nur gerade überlegen, ob es sinniger ist, sie drin zu lassen und rauszuholen. Ich weiß nicht, ob die sich auch regenerieren, wenn sie in dem Glas drin sind. Ich finde sie im Jar irgendwie... sehen sie irgendwie cooler aus. Hm. Wir werden das mal im Auge behalten, ob sie sich regenerieren. Die hier haben ja relativ viele drauf. Wenn sich da einer regeneriert, dann wissen wir, dass das funktioniert. Wenn nicht, müssen wir sie halt aus den Jars rausholen. Das sollte ja auch kein Problem sein. Soll uns ja nicht stören. So. Wie geht's dir? Dir fehlen noch ein paar Aspekte. Das ist okay. Damit kann ich leben. Ich glaube, die regenerieren sich nicht in den Jars. Dann holen wir sie halt raus. Das macht man ganz einfach im Rechtsklick. Mit einem Stab. Und flupp, schon haben wir Nauts im Haus. Ist das nicht geil? Ist das nicht praktisch? Das heißt, wir lassen uns unseren Stab jetzt hier erstmal Stab sein und der soll sich dann an den Nauts aufsaugen, wenn die wieder was regeneriert haben. Und wollen uns derweil ein bisschen mit Researchen weiter auseinandersetzen. Weil wir wollen ja von Stormcraft noch ein bisschen mehr haben. Und zwar wollen wir... Stäbe haben wir jetzt einen ziemlich starken, den wir aber noch nicht bauen können. Alchemie gibt es gerade nicht allzu viel Interessantes. Artifischen... Oh. Hier haben wir alle freigeschaltet. Eigentlich brauchen wir gerade auch nicht was. Das hier können wir mal später gebrauchen. Hier haben wir irgendwie gar nichts. Sound of Tinkers. Transfector Interface ist auf jeden Fall eine sehr geile Sache. Aber ich bin dafür, dass wir uns mal ein bisschen der Golem NC widmen. Dafür brauchen wir den Strohgolem. Den wir jetzt erforschen. Nochmal einen tiefen Schluck aus der Flasche. Und zwar haben wir hier den Spaß drauf. Haben wir den Spaß drauf. Moment, das hat Humus, das hat Motors. Wo ist denn unser... Du hast das Gehirn, du hättest Geist. Das heißt, wir könnten von dem zu dem eine Connection herstellen. Und wir können von dem zu dem relativ einfach eine Connection herstellen. Das bringt uns irgendwie gar nichts. Also von denen werden wir auf jeden Fall was brauchen. Hm, Herber. Was ist denn bei Herber drauf? Was ist hier drauf? Hm, auch nichts Interessantes. Obwohl, Moment. Das hat auch Aqua. Das hat auch Aqua. Das heißt, wir können über Herber und das... Gott, wird das kompliziert. Gehen wir nochmal hier unten lang. Das... Ah, Moment. Ich hätte vielleicht ein Wassersymbol vorher hinsetzen sollen. Aqua. Aqua. Dann Victus. Dann Granum. Da muss ich eine kleine Abzweige machen. Na. Oder? Mussten wir das überhaupt? Ne, mussten wir nicht. Du kommst da wieder weg.
hier. Hier. Dann haben wir da die Connection. Hier wäre Ordo drauf. Und hier wäre Aqua und R. Aqua haben wir auch auf dem Lebenssymbol. Das heißt, wir können hier ganz einfach so connecten und dann da das Aqua zwischenpacken. Ist der mit angeschlossen. Unser Geist-Symbol. Du hast das Lebenssymbol sogar drauf. Das ist ja ziemlich cool. Das heißt, wir können dich ganz einfach wie machen wir das denn bei Elegant? Wenn ich hier sage Leben, kann ich da Geist? Ja, kann ich hier Geist und hier nochmal Leben. Und wir haben unseren Strohgolem. Wunderbar. Hip hip hooray. Oh Gott. Da haben wir gleich ganz schön viel Mittel freigeschaltet. Den ganzen Spaß hier, davon werden wir einige brauchen. So. Wir könnten den Advanced Golem. Wir wollen aber den Advanced Golem gerade noch nicht. Der Wooden Golem, der braucht noch 4 davon. Ist doch kein Ding. Wir haben ja von den Notes einiges bekommen. Damit hätten wir den Wooden Golem. Der Traveling Trunk. Mhm. Was haben wir hier? Flash Golem. Der Flash Golem könnte interessant sein. It's alive. Schauen wir doch mal. Okay, dafür brauchen wir noch einiges. Was haben wir hier? Aha, Harvest, Guard, Gather, Empty, Fill. Wir wollen das alles mal irgendwie haben. Wir brauchen dafür ganz viel von dem Zeug. So. Jetzt haben wir hier nämlich Use und Decanting. Und das Decanting ist das, was uns gerade am meisten interessiert. Damit können wir nämlich unsere Jars automatisieren. Und das klingt doch geil. Das klingt doch richtig geil. Das heißt, machen wir mal ein Rezept fürs Decanting. Und wir Flash Golem dafür haben. Ja, aber wir haben. Das heißt, wir wollen auch den Flash Golem erforschen. Den Advanced brauchen wir nicht. Das hat uns nicht zu interessieren. Den können wir später mal erforschen. Das heißt, du. Aha, Wasser. Traveling. Eater. Und du. Die sind alle über Motors miteinander verbunden. Interessant. Das heißt, wenn ich hier und hier Modus habe und Modus hat auch Aqua drauf, dann kann ich die alle irgendwie über Aqua zusammenführen. So. So, jetzt brauche ich nur irgendwas, was Aqua drauf hat, wovon ich möglichst viel habe. Nein. Hier ist Aqua drauf. Voila, das erste Rezept. Mhm. Was ist das denn jetzt? Das ist der Fleischgolem. Du hättest T-Bone drauf. Da komme ich auf jeden Fall ans Geistersymbol ran. Weil der Geist hat das auch drauf. Das heißt, ich gehe einfach mal hier lang. Und da könnte ich dann über den Geist. Da gehe ich mir über Leben. Weil du hast Wasser, Leben hat Wasser.
Das heißt, dich kann ich mit Aqua connecten. So, dann bist du angeschlossen. Du hast auch Wasser drauf, das heißt, da kann ich auch wieder über Wasser gehen. Frage, wie ich die beiden kombiniere. Du hättest Wasser drauf, der Tod hätte Leben und Leben hat auch Wasser. Das ist doch einfacher gewesen, als ich dachte. Damit haben wir schon zwei neue Sachen, die wir können. Mal sehen. Wir haben das hier. Was ist das denn? Alchemie? Was ist Alchemie? Specific version of a decanting core. Specific design to transport essentia. Ach, wir brauchen das Alchemie-Teil. Das Decanting, was ist das denn? Du gibst ein Liquid Inventory. Ach, der hält immer ein Liquid Inventory voll. Okay. Wir wollen aber das hier haben. Okay. So, und das wollen wir in einem Golem haben. Flash Golem. Upgrades 2, das ist auf jeden Fall sehr cool. Carry Limit 4, das ist auch sehr cool. Self Repair ist fast. Hält nicht viel aus, ist nicht besonders stark. Ist aber dafür sau schnell. Und das klingt auch noch etwas, was wir haben wollen. Zwei Upgrades. Mal sehen, welche... das Upgrade wollen wir nicht. Welches war das denn? Der kann spezifische Kolorierung erkennen. Nee, das ist auch nicht das, was wir wollten. Das erhöht die Reichweite. Das könnten wir gebrauchen. Reichweitenerhöhung. Fire. Erhöht das Inventar um 2 Slots. Kann mehr Gegenstände tragen. Nein. Ach nee, das hier macht, was Gegenstände mehr tragen kann. Und das ist, glaube ich, Speed. Movement Speed. Das heißt, auf jeden Fall ein Range Upgrade. Und vielleicht ein Order ist, glaube ich, ein Intelligenz Upgrade. Okay. Das macht den Golem schlauer. Ist die Frage, ob das uns bei Alchemie irgendwas bringt. Golems will nearly jars first and will try to fill an entire jar before starting on a new one. Okay, das ist schon mal sehr gut. Das heißt, er füllt Jars eins nach dem anderen. Alchemie für Infernance, one minute will draw essentia from the entire stack of the libraries and trample it to the market one jars. It is not required to mark every jar single. Okay, 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 okay. Okay. Dann wollen wir uns doch mal unseren kleinen Buddy basteln. Dafür brauchen wir ein Fleisch. Wir haben ja durch unsere Farm unten so dermaßen viel Fleisch, dass es schon echt abartig ist. So, Fleisch, Fleisch, Fleisch. Ein Block auf Fleisch. Haben wir. Dann müssen wir in Alchemie. Humus, Motors und Spiritus. Alles 8. Humus, Motors und Spiritus. Ich weiß, dass auf Souls sind mindestens eins davon drauf ist. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ich weiß noch, wo was drauf ist. Da ich Golems ja nicht zum ersten Mal bastel. Und zwar... auf der Trapdoor finden wir etwas, was wir brauchen können. Komm her. So, danke. Das wird uns hier noch nicht angezeigt, aber... wenn wir die mal scannen... da ist das drauf. Das heißt, wir haben...
Den hier, den hier. Fehlt uns noch Humus. Wo haben wir denn Humus drauf? Schauen wir nochmal nach. Humus finden wir auf. Auf. Rotten Flesh. Interessant. Ja, das finden wir tatsächlich da drauf. Das heißt, wir brauchen noch ein paar Trapdoors. Holz. Gib mir Holz. So. Also dafür. 10. So, wir brauchen von jedem, dass mir sowas echt nicht schaffe zu merken. Das ist echt irgendwie 8 Stück. Das heißt, hier ist nur einer drauf, also brauchen wir davon 8. Hier ist auch nur einer drauf, also brauchen wir davon auch nur 8. Und hier ist auch nur einer drauf. Brauchen wir davon auch noch 8. Auch noch 8. So. Und das kommt dann zum Schluss reingeschmissen. Unser Wasser ist ja schon am Brodeln. Das heißt, du kommst da rein. Du kommst da rein. Du kommst da rein. Und du triggerst den ganzen Spaß. Und wir haben unseren Fleischkohle. Und wir haben noch ganz viel Abfallprodukte. Können wir mit den Abfallprodukten irgendwas anfangen, bevor die ins Chaos auswüten. Wir müssen ja noch den Chor basteln. Der braucht einfach Aqua und Hokus. Wir müssen nochmal den hier noch vorher ein. Blank Animation Core. Du verrätst uns doch bestimmt, wie man den baut. Ein Niter brauchen wir dafür. Okay, das heißt, hier wird es jetzt ein bisschen widerlich. Ja. Dachte ich mir. Pampe entfernen. So. Das können wir eigentlich schon so lassen. Außer den Stein. Ich brauche Wasser. Habe ich ein Bucket? Nein, habe ich natürlich nicht. Warum auch? Würde ja nur Sinn ergeben. Das ganze Glas brauchen wir nicht mehr. Wir machen uns ja erstmal nicht mehr auf die Suche nach den hier. Wir haben ja hier schon ein paar. Also 3 Stück. Auch wenn wir unbedingt uns noch eine Ära dazu holen müssen, damit wir alle Quellen haben. Alle Energiequellen haben, die wir brauchen, damit unser Stab ständig vollgeladen wird. Das wollen wir ja haben. So. Wasser rein. Haben wir einen Niter noch über? Haben wir nicht. Das heißt, wir müssen uns noch einen Niter bauen. Niter war doch Kohle. Torches. Und noch mehr Kohle. Kohle haben wir jetzt zum Glück genug. Und zwar... Gottes Willen. War der Niter... Ach, Gluson war der Trigger. Okay. 3 jeweils davon. Gluestone. War der Trigger. Wir brauchen 3 von jeder Sorte. Hier sind immer 2 drauf. Das heißt, damit hätten wir 2. 1, 2, 3, 4, 6. Damit hätten wir... Wenn 3 Stück 2 sind, haben wir hier 4. Das heißt, wir brauchen noch 12 Torches. 12 habe ich gesagt. 1, 2, 3, 4. So. Wieder über unseren Prüfstand. Du kommst rein. Du kommst rein. Und damit haben wir unsere 4. Und wir haben keine Abfallprodukte. Das ist schön. So will man das haben. Gut. Du kommst in die Mitte. Dann brauchen wir Bricks. 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Das war 1 zu 4. Machen wir hier 1, 2, 3, 4. Damit hätten wir den Core. Den müssen wir jetzt zu dem hier upgraden. Dazu brauchen wir einfach ein Void und Aqua. Aqua nehme ich mir einfach mal über den blauen Chart.
Und Void gibt es in Chests. Wie viel brauchen wir nochmal von jeder Sorte? 5. So eine Chest hat wie viel? 4. Super. Und von dir einfach 2. Es gibt wieder ganz viel Abfallprodukte und ich darf wieder dieses Lila-Zeug entfernen. Du und der Blanket hinterher. Hä? Was ist passiert? Warum habe ich nicht das, was ich wollte? Warum habe ich 3 Millionen Nebenprodukte, aber nicht das, was ich wollte? Was habe ich falsch gemacht? Entfernen wir das doch mal. Ja, du kannst ja auch mal eine Decke rumflauten, das stört mich gerade nicht. Nochmal Wasser rein. Dann das Ganze nochmal. Wir haben ja noch einen ganzen Haufen Neiter. Zumindest 3 Stück. Machen wir mal eine Bricks. Was denn habe ich gerade falsch gemacht? Was ist passiert? What happened? Vielleicht waren doch zu viele Nebenprodukte. Ich meine, hier sind 3 drauf, hier sind 1. Obwohl, das geht eigentlich noch. Schauen wir nochmal rein. Also, 5 Aqua, 5 Void. Okay. Vielleicht kamst du mit den ganzen Nebenprodukten nicht klar. Aber das sind keine... Oh, wenn ich 2 reinwerfe, sind das auch keine 5. Obvious. Okay, 6 Aqua. Das heißt, wir haben da Aqua. Und 8 davon. Sollte also jetzt passen. Ja, hat gepasst. Da haben wir unser Gadget. Du kannst mal wieder weg. Ja, float immer da oben zu der anderen Pampe und mach das einfach größer. Interessiert mich gerade nicht viel. So, das müssen wir noch in den Fusion reinschmeißen, damit wir das Upgrade davon kriegen. Und zwar mit einer Warden Jar und 3 Water Bottle. Dazu brauchen wir noch Aqua, Motors und Magiezeug. Magiezeug haben wir 25, reicht also. Aqua haben wir 21, das reicht auch. Und dieses Motors haben wir nix. Muss uns eh noch Jars bauen, also von daher. Ne, Glas wollte ich. Ich wollte nicht das Glas, sondern ich wollte das Glas. Craften uns das einfach hier kurzerhand. So. Jetzt noch die Wooden Slabs. Da haben wir durch unsere Sammelaktion einen ganzen Haufen. So. Dann kommt die oben drauf. Dann haben wir Jars. Kannst du wieder zurück. Du kannst auch wieder zurück. Die brauche ich auch nicht mehr. Die brauche ich auch nicht mehr. Ihr beide seid auch ausgedient. Das Ganze kann auch ausgedient. Jetzt habe ich ein bisschen Platz. Trapdoor. Wir wissen ja, dass hier das drauf ist. Aber mit einer Trapdoor alleine wird uns das nicht weit bringen. Also verfeuern wir doch mal ein paar mehr Trapdoors. 15 Stück. Das wären gerade mal 15 davon. Das ist uns immer noch viel zu wenig. Was ich sonst tun. Da haben wir nur ein Abfallprodukt. Hier hätten wir Metallum. Das packen wir mal hier hinten mit hin. Wenn wir das mal irgendwann brauchen, haben wir es da. Energie kann da drin bleiben. Den mache ich leer. Obwohl. Machen wir das erstmal so und schließen gleich die Jars an. Erstmal sollen die ganzen Trapdoors verfeuert werden, damit wir an die Essenz von den Trapdoors rankommen. Derweil machen wir unsere 3 Wasserbottles. Glas. Wir haben hier noch so welche. Optimal. So, da einfach Wasser rein. Wunderbar.
Hier ist eine Lücke. Das ist, glaube ich, aber ein Rennerring-Bug. Ja, ich kann da nicht durch. Das ist gerade mal ein Anzeige-Bug. So. Mal sehen, wo ist was reingeflutscht. Da ist das Motors. Das wollen wir haben. Hier ist dieses andere Zeug. Das brauchen wir nicht. Gib mir Motors. Danke. Motors. Jetzt. Du, du und du. Und du kannst hier auch noch unten mit rein. Der Chor für die Mitte. Der Stapel, um das Ganze zu aktivieren. Und die Jar. Eine Jar hier. Water Bottle. Water Bottle. Water Bottle. Der Chor in die Mitte. Und here we go. Sauge, mein Freund. Sauge dir, was immer du brauchst. Du brichst im Chaos aus. Das ist dann ganz uncool. Da zieht er sich den Motors. Ich finde die Animation immer zu cool, wie er sich das Zeug ransaugt. Allein schon das Einsaugen der Items hat eine sehr coole Animation. Das ging doch reibungslos. Das ist doch wunderschön. So, was wir jetzt noch brauchen, damit wir den Golem kontrollieren, ist diese Bell. Damit können wir ihm Kommandos geben. Die ist allerdings ziemlich einfach zu craften. Alles, was wir da brauchen, ist ein Stick. Noch einmal ein. Und ein bisschen Nether Quartz. Was unten durch unseren Laser erzeugt wird. Damit hätten wir die Golemancy Bell. Aber was wir noch haben wollen, sind Upgrades für das Golem. Und zwar... Das Range Upgrade interessiert uns. Wir können ihm mal 2 geben. Und ich weiß nicht, ob der ein Intelligenz Upgrade braucht. Ich glaube nicht, dass der ein Intelligenz Upgrade braucht. Wir werden es rausfinden, aber auf jeden Fall das hier und wenn möglich das Speed Upgrade. Speed Upgrade ist dann bestimmt nur... Ja. Das ist nur das. Das heißt, wir wollen Goldnuggets. 12 Stück ist leider zu wenig. Wir wollen Charts, und zwar wollen wir einen davon. Und einen davon. Und ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zuschauen, weil wir werden diese Episode das Ganze noch nicht vollenden, sondern wir werden nächste Episode das ganze Setup mit Golem und Co. mal aufbauen. Dann haben wir unsere vollautomatische, okay, vollautomatische noch nicht, aber wir haben schon mal dieses ganze Rumgeschubse von Essenzen wird uns dann abgenommen von unserem kleinen Buddy, der das machen soll. Und das ist auf jeden Fall was Feines. Also dann sage ich zum Schluss nochmal auf den Stab geguckt. Ja, die Essenzen sehen ganz gut aus. Der scheint sich hier langsam aufzuladen. Warte ich mal weiter auf. Also dann, see you later. Und schon ist das Video vorbei. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen. Lasst doch mal einen Daumen hoch da. Wenn es euch nicht gefallen hat... That's impossible. That's impossible. That's impossible. That's impossible. Dann gibt es ja immer noch den Daumen runter. You can't do that. You can't. Can't be. We can't be. We can't be. Can't be. Ja, ist ja schon gut. Wenn ihr mir was mitteilen wollt, ab in die Kommentare. Ich freue mich über jeden bisschen Text, der da unten steht. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonnieren. Und wenn euch das Video wirklich so gut gefallen hat, dann empfehlt mich doch mal weiter. Also dann, man sieht sich.